Fehlt ja nicht Sound? Freunde, eine kleine Warnung vorweg. Wenn ihr einen Gaming-Rechner habt und euch dieses Spiel für die Konsole holt, dann seid ihr genauso lost wie dieser Typ. Ohne Witz. Ich hätte es beinahe verkackt, weil ich noch Einzelfeuer drin hat. Aber warum? Prinzipiell eine kurze Warnung vor diesem Video. Jeder, der einen Gaming-Rechner hat, dem lege ich auch ans Herz, das nur auf dem Computer zu spielen, außer man ist darauf angewiesen, weil die eigenen Freunde das eben nur auf einer Playstation zocken oder man selber eben nur eine Playstation hat und man unbedingt PUBG spielen will, dann kann man das machen. Aber ich kann euch vorweg sagen, dieses Spiel läuft nicht in flüssigen 30 FPS. Die Steuerung kommt extrem schwammig rüber, man hat Frame-Drops ohne Ende, das Spiel hängt sich auf, es hat absolute Textur-Glitches, teilweise laden die Texturen gar nicht, die Lichteffekte sind katastrophal, die Ausleuchtung ist katastrophal. Das ganze Spiel ist jetzt keine Vollkatastrophe und läuft sicherlich runder und besser als auf der Xbox, aber es ist von einem 30-Euro wertigen Spiel weit entfernt und tut euch den Gefallen und gebt dafür keine 60 Euro aus, denn das ist dieses Spiel im derzeitigen Zustand nicht wert. Und wer mir das nicht glaubt, kann einfach erstmal folgendes Beispiel nehmen. Wollt ihr mich verarschen? Das sind die Audioeinstellungen? Für den einen oder anderen scheint das jetzt Meckern auf hohem Niveau zu sein, aber ich habe dafür 30 Euro bezahlt und habe mir schon wirklich mehr erhofft. Dennoch ist das Spiel bei weitem nicht so eine Vollkatastrophe wie auf der Xbox und jetzt viel Spaß mit dem Tipps und Tricks Video. Dennoch rate ich derzeit vom Kauf ab, außer ihr wollt unbedingt mit euren Freunden loszocken und habt eben keinen Rechner und müsst das an der Konsole spielen und seid dazu gezwungen. Es ist spielbar, ja. Ist es 30 Euro wert derzeit? Nein, definitiv nicht. Aha! So, Freunde, der erste Tipp für die Consoleros ist das Aufnehmen von Objekten. Auf PC hätte man jetzt hier zum Beispiel eigentlich die Tab-Taste gedrückt, was man auch auf PlayStation machen kann, indem man die Optionstaste drückt. Ich komme derzeit von der Steuerung allerdings noch nicht so hin. Also auch wenn ihr die Optionstaste drückt, dann öffnet sich dieses Menü, dann seht ihr alles, was ihr aufnehmen könnt, das könnt ihr einzeln schnell anklicken. Und glaubt mir, trainiert das, es ist schneller, da ihr sämtliche Dinge gleich ausrüsten und wechseln könnt. Dieses, was ich gemacht habe, dass ich das ganz schnell aufnehme, mache ich meistens nur in Notsituationen, zum Beispiel wenn ich Schüsse höre, ich brauche schnell eine Waffe, dann nehme ich die erste Waffe, die ich sehe, nehme ich schnell auf, gucke mich kurz um, schieße vielleicht den einen oder anderen Gegner ab, wenn jemand unmittelbar in der Nähe ist, so wie es hier auch nochmal gerade hier im Hintergrund gesehen wird. Wenn nicht, drückt die Optionstaste, macht euch mit der Steuerung vertraut, denn dann öffnet sich dieses Gesamtmenü und in diesem Gesamtmenü könnt ihr die Dinge direkt zuordnen mit Schalldämpfer, mit euren Visieren, mit euren erweiterten Magazinen und alles, was ihr braucht. Ja, nutzt da wirklich die Optionstaste für. Guckt euch ein bisschen die Steuerung an, das ist ein bisschen umständlich gemacht, meiner Meinung nach, allerdings auf Konsole mit einem Controller vielleicht auch nicht anders umsetzbar. Also lernt auf jeden Fall die Steuerung schnell umzusetzen, wie in jedem anderen Game auch. Nutzt die Optionstaste, um euer Zeug reinzuholen. Wenn ihr schnell eine Waffe braucht, dann einfach nur 4x-Spam das schnell aufheben. Übrigens müsst ihr hier die 4x-Taste gedrückt halten, um nachladen zu können. Und kommen auch schon zu Tipp 2. Der nächste Tipp ist, wenn ihr wisst, wo ein Gegner ist, spielt das clever aus und geht nicht einfach in den Gunfight. Bringt euch also in eine Position, wo ihr euch sicher seid, dass ihr trefft. Gerade am Anfang ist nämlich das Aim in PUBG extrem gewöhnungsbedürftig, da man nicht diesen Aim Assist hat, wie man kennt. Hier zum Beispiel, ich wusste, dass der Gegner dort irgendwo ist, ich habe mich erstmal umgeguckt und er hat eben spekuliert, dass ich im Haus bin, weil ich eben über ihm war. Und ich konnte ihm relativ nice wegholen. Was auch verdammt wichtig ist, schließt Türen. Wenn ihr irgendwo reingeht und ihr seht, die Tür ist offen, wisst ihr erstens, da ist schon gelootet worden. Eventuell hört hin, hockt euch hin, hört, ob ihr irgendjemanden, ob ihr irgendwelche Fußstapfen hört, auf Holz, auf Gras. Ihr könnt diesen Unterschied hören. Was ein guter Anfängertipp ist, gerade für den Anfang, zieht eure Schuhe aus. Also geht barfuß los, denn dann könnt ihr eure eigenen Schritte von Fremden schneller unterscheiden und es hört sich auch einfach anders an. Und wenn ihr die Türen wieder schließt, hört ihr erstens, wenn ihr am Looten seid, wenn jemand eine Tür öffnet, beziehungsweise für euch ist es auch ein Alarmsignal, wenn eine Tür offen steht, okay, hier war schon jemand oder hier könnte auch jemand sein. Behaltet das immer im Hinterkopf, das kann sonst richtig, richtig gefährlich werden. So, jetzt seht ihr im Hintergrund das Menü, wie das aussieht, wenn man das über die Optionstaste macht. Prägt euch schnell die Tastenkombination ein, um Dinge schnell wechseln zu können. Ihr seht, ich brauche hier viel, viel, viel zu lange. Das ist wichtig, dass ihr euch die Tasten auswendig einprägt.
auch euch mal Zeit nehmt, von mir aus auch eine scheiß Runde spielt, einfach nur um zu gucken, wie man schneller Waffen wechselt, wie man schneller sich Zeug holt, was man braucht. Und wenn ihr euch hinlegt, das war relativ gefährlich, was ich gemacht habe, aber die Ausleuchtung ist extrem schlecht in dem Spiel. Wie ich schon vorhin erwähnte, die Lichteffekte sind eigentlich noch eine absolute Katastrophe. Aber das könnt ihr euch erstmal zunutze machen, weil ihr euch in so einen dunklen Ecken einfach reinlegen könnt, weil ihr habt gesehen, wo ich den erschossen habe, wie große Probleme ich eigentlich hatte, da irgendwas zu sehen, weil alles sehr, sehr dunkel war, aber er stand. Dadurch war er ein absolut einfaches Ziel für mich. So, also entweder legt ihr euch in die Leiche oder so neben die Leiche, dass ihr nicht gleich gesehen werdet, oder ihr bleibt stehen, drückt Option und ihr könnt euch bewegen, während ihr lootet. Ihr könnt hin und her laufen. Das ist wichtig, weil der Gegner weiß erstens nicht, lootet er wirklich, und zweitens seid ihr nicht so ein einfaches Ziel für Scharfschützen, weil ihr euch die ganze Zeit hin und her bewegt. Das ist verdammt, verdammt wichtig. Ein kleiner Einschub zwischendurch. Ich denke mal, das Grundprinzip von einem Battle Royale Spiel ist klar. Auch bei PUBG, ihr habt eine Zeitanzeige, die Zone wird immer kleiner, ihr springt mit 100 Spielern ab, knallt euch gegenseitig ab, der Letzte, der überlebt, gewinnt. Was aber noch ganz, ganz wichtig ist, ist der Schussmodus. Auf der PlayStation wird er geändert mit der linken Pfeiltaste. Ihr habt am Anfang gesehen, wo der Typ so lost war. Den Zweikampf hätte ich trotzdem fast verloren, weil ich einfach vergessen habe, mit meiner Vector auf Feuermodus Full Auto, also auf Dauerfeuer zu stellen, wo ich noch den Einzelmodus drin hatte. Sowas kostet einem sehr, sehr oft das Leben. Und jetzt zum Tipp, wie ihr eigentlich insgesamt auch besser werdet. Und glaubt mir, das ist halt wirklich ein Tipp, der hilft, und der hat mir auch verdammt, verdammte Dolle geholfen. Ich könnte euch jetzt sagen, dass ihr einfach sehr viel spielen müsst. Aber das wisst ihr selber, das ist logisch. Tatsächlich wird man in PUBG und gerade in Battle Royale Spielen besser, wenn man sich selber abfuckt. Klingt erstmal blöd, aber es bringt wirklich was. Wenn ihr euch die Map anguckt, logischerweise in großen Städten ist es natürlich immer am besten. Da gibt es das beste Loot und darum sind auch dort die meisten Spieler, zumindest meistens, und vor allem auch gute Spieler. Und gerade wenn ich besser werden wollte auf dem PC, da ihr hier kein Aim Assist habt, das heißt, ihr müsst euch von Grund auf an dieses Spiel gewöhnen. Ihr müsst diesem Spiel Zeit geben, und gerade es läuft halt okay, aber wie gesagt, es ist schwammig, es läuft nicht in konstanten 30 FPS, es hat Frame-Einbrüche, das ist alles nicht so einfach. Wenn ihr wirklich besser werden wollt, dann spielt nicht nur defensiv. Ich höre ganz oft die Aussage in solchen Spielen, ja, aber es ist doch ein Taktikspiel, wenn ich da campe und mich immer an dem Zonenrand bewege, dann lebe ich viel länger, dann kriege ich auch bessere Ränge, mach 1-2 Kills und dann verrecke ich halt und werde halt 10., 9., 15. und kann mich freuen. Das ist richtig, und auch so eine Runden machen Spaß und auch so eine Runden mache ich halt. Aber wenn ich wirklich besser werden will, weil was bringt es mir, wenn ich in meiner Statistik stehen habe, dass ich von 100 Matches 1 gewonnen habe und 10x 10. geworden bin und 30x 15. irgendwas die Ecke und habe in 100 Matches gefühlt vielleicht 20 Kills gemacht oder 15 oder 10 Kills, weil ich eine sehr, sehr defensive und taktische Spielart habe. Das ist grundlegend nicht falsch. Aber wenn dann mal dieser Zweikampf kommt, wo es vielleicht auch mal um einen Sieg geht oder wo es einfach mal um eine stressige Situation geht, dann wissen die meisten nicht, wie sie sich verhalten sollen, oder sie verlieren einfach den Zweikampf, weil sie sich meistens sträuben und die meisten Kills machen, wenn sie irgendjemanden in den Rücken schießen. Hier zum Beispiel hatte ich ein Problem, dass der nicht mehr gerannt ist. Ich konnte auch nicht schnell schwimmen, es hat nicht reagiert. Ich weiß nicht warum, ist wahrscheinlich ein Bug. Auf jeden Fall, fuckt euch ab. Geht in so eine Militärzone, fliegt zur Schule, geht in die Homespots von guten Spielern, geht in die Zweikämpfe, sucht den Fight, rennt dahin, wo ihr Kugeln findet. Ihr werdet am Anfang nur auf die Schnauze kriegen, ihr werdet nur verrecken, aber ihr lernt, wie man aimt, ihr lernt, wie man in Close Matches, also in Close Distance Matches, wirklich gut agiert, wie man gut aimt, wie man gut schießt, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Und wenn ihr das immer und immer wieder macht, dann lernt ihr auch wirklich. Wenn ihr immer nur eure taktische Spielart macht und sagt, ja, aber ich bin eben ein bisschen langsamerer Spieler und ich brauche das alles nicht und ich will das alles nicht, wie gesagt, dann habt ihr ein paar Mal euren Score, aber ich weiß nicht, ob ihr da in PUBG wirklich glücklich werdet und richtig, richtig Spaß am Spiel habt. Darum fuckt euch ab, geht in die Homespots, lernt in den Zweikämpfen, ihr werdet auf die Fresse kriegen, das ist ganz normal, aber ihr lernt dabei. Ihr wisst dann später, wie ihr euch verhalten müsst, ihr wisst, wie es ist, gegen gute Spieler zu spielen, ihr vor allem lernt ihr das Waffenverhalten viel besser klar. Denn wenn ihr in 10 Runden, sage ich mal, nur 3-4 Kills macht, weil ihr irgendwelchen Leuten in den Rücken geschossen habt, aus 10 Meter Entfernung, wisst ihr gar nicht, wie sich die Waffe mal auf 50, 60, 70 Meter verhält, wo ihr vielleicht auch später dann locker Kills machen könnt. Darum, es gibt Runden, die machen keinen Spaß, und dann gibt es die Runden, wo man einfach mal reingehen, da wirklich einfach frontal drauf zu. Auch wenn ihr 4-5 Kills gemacht habt, immer weiter drauf, glaubt mir, ihr werdet mit der Zeit besser, weil ihr besseres Aim bekommt, ihr könnt Situationen viel, viel besser einschätzen, ihr werdet zweikampfstärker, vor allem wisst ihr, wann ihr was macht und im Hintergrund nicht wie der Cube viele Kills machen und sich dann ganz dolle lange Zeit lassen, weil dadurch stirbt man, ich überlebe es tatsächlich, und wir sehen uns beim nächsten Tipp, aber bitte beherzigt das, es hilft wirklich. Es fuckt
Spielstunden lang ab. Das fuckt 10, 20, 30 Spielstunden locker ab. Aber dann seid ihr so gut, dass ihr auch mal einen Zweikampf so gut gewinnen könnt, dass ihr locker so eine Runde gewinnt. Es gibt auch Noob-Lobbys, wo das kein Schwein braucht. Es gibt auch Lobbys, da gewinnst du mit 0 oder einem Kill. Das gibt's. Aber das gibt's in 50 Matches vielleicht ein, zwei Mal. Und den Rest kriegst du nur auf die Fresse und kannst dich freuen, dass du in die Top 10 mit einem Kill gekommen bist, weil du dich von Haus zu Haus gekämmt hast. Und nur um zu warten und dabei ein bisschen Musik zu hören, brauche ich kein PUBG spielen. Also das ist meine Meinung. Aber ich denke mal, ihr wollt ja auch mal in einem Zweikampf zeigen, was ihr könnt und auch mal größere Spieler einfach abfacken. Beherzigt diesen Tipp, glaubt mir, das bringt was. Der letzte Tipp ist nochmal ein bisschen was Einfacheres, und zwar der richtige Absprung. Vielleicht hattet ihr schon das ein oder andere Match oder habt auch schon gesehen, warum ist eigentlich Carsten, Günther und Kevin immer vor mir unten? Das hat verschiedene Gründe, je nachdem auch, wo man hin möchte. Aber nehmen wir mal an, ihr wollt zu einem Spot, der relativ dort liegt, wo das Flugzeug ist. Meiner Meinung nach ist man immer am schnellsten da, wenn man relativ mit dem Flugzeug nah ranfliegt und straight nach unten ballert. Ihr erreicht eine Geschwindigkeit von über 200 km/h, und auch wenn der Fallschirm auslöst, dann habt ihr so viel Schwung, dass ihr locker, glaube ich, noch um die 250 Meter immer noch mit dieser vollen Geschwindigkeit runterhämmert, und ihr seid relativ schnell da. Vor allem könnt ihr euch dann auch ein Haus aussuchen und müsst nicht halt auf Nasenbluten irgendwo im letzten Moment noch abkehren. Ihr seht schon, die beiden haben das noch ein bisschen besser gemacht als ich. Ich habe jetzt erst 4-5 Runden PUBG auf der PlayStation gespielt. Auf Rechner fällt mir das alles ein bisschen einfacher, weil mit Controller, ich sag's mal so, wenn ein Spiel kein Aim Assist hat, dann spiele ich tatsächlich lieber mit Maus und Tastatur, weil mit Controller ist das teilweise echt abfuck, das müsst ihr üben. Das noch als weiterer Tipp, sage ich mal, als Bonus. Ihr habt kein Aim Assist, beherzigt das. Es ist nicht wie bei COD oder bei Battlefield, dass das Spiel eure Schussrichtung korrigiert. Ihr werdet vielleicht das erste Mal merken, wie sehr ihr von einem Aim Assist abhängig seid. Bei dem Absprung immer darauf achten, dass der Winkel nicht zu stumpf ist. Also relativ immer straight aufs Ziel zu, damit ihr viel Geschwindigkeit aufbaut und auch, wenn der Fallschirm auslöst, mit viel Schwung weiter nach unten preschen. Und dann seid ihr auch sehr, sehr schnell unten und habt in den meisten Fällen auch eine Punktlandung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch dieses Video geholfen hat. Lasst eine Bewertung da. Und vor allem, was mich auch freuen würde, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Es werden noch mehrere Tutorials kommen, es werden Let's Plays kommen, es werden Livestreams kommen. Und das Geile ist, ihr könnt auch einfach gerne mitmachen, wenn ihr Bock habt. Ladet mich einfach ein, ladet TwinsCube ein, spielt mit mir PUBG, spielt mit mir Battlefield, spielt mit mir Blackout in COD oder normal COD, spielt mit mir alles, was ihr wollt. Es kommt eine ganze Menge. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Cube.